Das Reich der Tiere. Eine Welt voller Vielfalt und Wunder. Mitreißend. Eindrucksvoll. Hartnäckig. Und fürsorglich. Innovativ. Zäh. Überraschend. Absolut einzigartig. Eine Reise in ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Atemberaubend, herrlich und unglaublich. Einfach Tiere. Seit jeher gleichzeitig Angst und Bewunderung hervor. Ihre schuppige, fremdartige Haut und kalten, ausdruckslosen Blicke sind Eigenschaften, die bei manchem Betrachter Ablehnung bewirken. Doch hinter dieser harten Schale verbirgt sich mehr, als man denkt. Reptilien können fürsorglich, sensibel und verletzlich sein. Diese Erkundung der Reptilienwelt konzentriert sich auf die Schuppenkriechtiere, zu denen Eidechsen und Schlangen gehören. Zusammen machen sie 95% ihrer Art aus. Sie sind auf allen Kontinenten anzutreffen, mit Ausnahme der Antarktis. Dort kommen sie aufgrund ihrer kaltblütigen Natur nicht vor. Schlangen und Eidechsen haben sowohl das Festland als auch die Gewässer erobert. Mit mehr als 10.000 erfassten Arten sind sie eine bunte und vielfältige Schar. Unter ihnen befinden sich Teufel, Monster und Drachen. Originelle Namen für außergewöhnliche Mitglieder dieser beeindruckenden Tiergruppe. Wie Federn bei Vögeln und Fell bei Säugetieren sind Schuppen das Erkennungsmerkmal von Reptilien. Neben Vögeln, Säugetieren, Amphibien und Fischen zählen sie zu den Wirbeltieren, die etwa 5% aller Lebewesen der Erde ausmachen. Um als Reptil eingestuft zu werden, muss das Wirbeltier eine schuppige Haut haben, Hautknochenplatten besitzen oder über eine Kombination aus beidem verfügen. Weibliche Reptilien legen Eier mit lederartigen oder harten Schalen. Als ektotherme Lebewesen können Reptilien ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren,
Sie sind auf ihre Umgebung angewiesen, um sich aufzuwärmen oder abzukühlen. Die Gattung der Reptilien besteht aus 4 Untergruppen oder Klassen. Eine davon bilden die Krokodile und Alligatoren. Eine weitere Gruppe sind die Testudines, zu denen Land- und Wasserschildkröten gehören. Dann gibt es die neuseeländischen Brückenechsen. Sie sind das alleinige Mitglied ihrer eigenen Klasse. Die größte Gruppe sind die Schuppenkriechtiere, die Squamaten-Reptilien. Diese Gruppe umfasst Eidechsen, Schlangen und Wurmeidechsen. Es gibt tausende Schuppenkriechtiere, doch sie alle haben 2 Gemeinsamkeiten. Erstens häuten sie sich regelmäßig. Schlangen tun dies in einem Stück. Eidechsen verlieren ihre Haut fetzenweise. Zweitens sind die Kiefer der Schuppenkriechtiere so mit ihrem Schädel verbunden, dass sie ihr Maul sehr weit öffnen und große Beutetiere verschlingen können. Von den 3 Unterordnungen der Schuppenkriechtiere sind Eidechsen mit mehr als 6.500 Arten die vielfältigste. Sie alle haben 4 Gliedmaßen, um sich fortzubewegen. Ihre Köpfe sind klein und ihre Hälse kurz. Sie können ihre Augenlider bewegen und besitzen äußere Ohröffnungen. Insgesamt sind ihre Körper und Schwänze eher lang. Der Komodowaran aus Indonesien ist die größte Eidechsenart. Ausgewachsen kann er 3 Meter messen, mehr als ein großes Motorrad. Seine kleinsten Verwandten sind die Zwerggeckos, wie diese blauen Exemplare aus Tansania. Oder das Blattchamäleon aus Madagaskar. Die nächste Unterordnung sind die Schlangen. Es gibt etwa 3.500 Arten. Ein offensichtlicher Unterschied zu den Eidechsen sind die fehlenden Beine. Um sich fortzubewegen, winden sie ihre langen Körper. Da sie keine Augenlider haben, können sie ihre Augen nicht schließen. Stattdessen sind diese durch eine durchsichtige Haut geschützt. Im Vergleich zu Eidechsen sind ihre Kiefer sehr flexibel. Eine Reihe von Muskeln, Sehnen und elastischen Bändern ermöglicht es ihnen, sie weit zu öffnen. Alle Schlangen haben gegabelte Zungen. Eidechsen weisen diese nur manchmal auf. Circa 15% aller Schlangen sind giftig, also ungefähr 1 von 6. Bei Eidechsen ist es nur 1 von 65. Aufgrund ihrer Länge und ihres Gewichts dominiert die große Anaconda die Welt der Schlangen. Sie wird zwischen 6 und 9 Meter lang und wiegt etwa 250 Kilogramm. Das entspricht etwa 20 Goldbarren. Am anderen Ende der Skala stehen die Barbados-Fadenschlangen. Sie sind so dünn wie Spaghetti
und nur 10 cm lang. Die dritte Unterordnung der Schuppenkriechtiere besteht aus den Wurmeidechsen. Eine kleinere Gruppe mit etwa 170 Arten. Wurmeidechsen haben in der Regel lange Körper mit verkürzten oder gar keinen Gliedmaßen. Diese Erdwühler werden maximal 15 cm lang. Zusammen bilden die drei Typen der Schuppenkriechtiere eine der faszinierendsten Gruppen des Tierreichs. Wie alle Tierarten wurden auch sie in kleinere Gruppen unterteilt. Es gibt etwa 58 Familien dieser Reptilien. Eine bekannte Echsenfamilie sind die Warane. Sie kommen in Afrika, Asien und Australasien vor. Wie Schlangen haben Warane gespaltene Zungen und produzieren Gift. Das ist ein Riesenwaran, Australiens größte Echsenart, die bis zu 2 Meter lang werden kann. Sie leben in trockenen und felsigen Regionen. Warane sind für ihre Größe bekannt. Die größten Echsen der Welt gehören zu ihrer Familie. Der Anführer des Rudels ist der furchterregende Komodowaran. Einer ihrer engsten Verwandten lebt auf der anderen Seite des Pazifiks, in den Wüsten Amerikas und Nordmexikos. Die Gila-Krustenechse. Mit einem Gewicht von etwa 2 Kilogramm bewegt sie sich nur langsam fort. Ihr bunt gemusterter Körper ist mit perlenartigen Schuppen bedeckt, den Osteodermen. Genauso wie die Warane sind sie giftig. Drüsen in ihrem Unterkiefer produzieren Gift, das über Furchen in ihren Zähnen in die Beute gelangt. Die nächste Gruppe sind die Leguan-Arten, zu denen Chamäleons, Agamen und Leguane gehören. Sie sind pflanzenfressende Reptilien, die in den tropischen Regionen Amerikas leben. Diese Meeresleguane zeigen, wieso man Leguan-Gruppen manchmal als Lounge bezeichnet. Agamen sind in ganz Asien, Afrika und Australien verbreitet. Viele dieser Eidechsen haben gewölbte Schuppen. Sie sind nicht glatt, sondern spitz und abstehend. Kammartige Rücken- und Kehllappen sind weitere typische Merkmale der Agamen. Ihre Cousins, die Chamäleons, haben bunte Muster, faszinierende Augen, ungewöhnliche Füße und blitzschnelle Zungen. Die meisten Arten kommen in Afrika und Madagaskar vor. Glattechsen sind auf der ganzen Welt verbreitet. Die meisten Exemplare haben glatte Schuppen, die sich überlappen. Bewegliche Augenlider und breite, fleischige Zungen, wie diese australische Blauzungeneidechse demonstriert. Ihr enger Verwandter, die Schindeleidechse, ähnelt mit ihren Schuppen einem Kiefernzapfen auf Beinen. Eine weitere Familie sind die Geckos. Eidechsen mit flachen Körpern, Köpfen und kurzen Hälsen. Sie bewohnen alle Kontinente mit Ausnahme der Antarktis. Viele Arten haben verwachsene Augenlider.
Ihre Zungen dienen dafür als eine Art Mini-Scheibenwischer. Die Jaragua-Geckos sind in der Dominikanischen Republik beheimatet. Mit 16 mm sind sie die kleinsten Echsen der Erde. Ihr zierliches Äquivalent aus der Schlangenwelt ist 6-mal so groß. Fadenschlangen gehören zu den Blindschlangen, die aus 3 Unterfamilien bestehen. Sie sind nicht giftig und sehen Regenwürmern ähnlich. Zu finden sind sie in tropischen und subtropischen Regionen. Der Rest ihrer Art gehört zu den echten Schlangen. Die Nattern sind die größte Familie. Etwa 3/4 aller Schlangen gehören zu ihr. Nattern sind Schlangen mit hinteren Fangzähnen. Wegen ihres nicht sehr effizienten Giftabgabesystems gelten viele von ihnen als harmlos. Sie sind in einer Vielzahl von Lebensräumen zu finden. In Afrika verbringen eierfressende Schlangen ihre Zeit auf Bäumen oder dem Boden, stets auf der Suche nach Vogeleiern. Dieses glänzende, bunt geringelte Reptil ist eine Korallenrollschlange. Sie bahnt sich ihren Weg durch die tropischen Regionen Südamerikas. Sie ist die einzige ihrer Art. Im Gegensatz dazu gibt es mehr als 30 Python-Arten. Diese ungiftigen Schlangen leben in Asien, Afrika und Australien. Pythons sind massige, langsame Tiere mit dreieckigen Köpfen. Ihre nach hinten gebogenen Zähne können Beute perfekt greifen. Rautenpythons fallen durch erdfarbene Flecken im Unterholz kaum auf. Grüne Baumpythons verlassen sich auf ihre grünen Schuppen, um mit ihrer Umgebung zu verschmelzen. Viele Arten erreichen beträchtliche Längen. Sie nutzen diese, um sich um ihre Beute zu wickeln und sie zusammenzudrücken. Die neue Welt beherbergt eine weitere Familie von Würgeschlangen, die Boas. Zu ihnen gehören die Anaconda, die Boa Constrictor und die Pazifikbaumboa. Obwohl sie Pythons ähneln, sind Boas im Allgemeinen kleiner und kommen als lebend geborene Babys zur Welt, nicht in Eiern. Hier stellt eine Boa Constrictor ihren beweglichen Kiefer zur Schau. An einem anderen Ort reißt eine weitere Schlangenart ihr Maul auf. Eine Todesotter. Ein Familienmitglied der Giftnattern. Giftnattern sind Giftschlangen, die sich durch ein hohles Paar Reißzähne auszeichnen, mit denen das Gift injiziert wird. Diese Reptilien sind überall in den Tropen zu finden. Sie sind aktive Lebewesen mit langen, dünnen Körpern, die mit glatten Schuppen bedeckt sind. Königskobras besitzen ein besonderes Accessoire. Eine Art Haube aus Nackenhaut, die sich aufbläht, um Bedrohungen abzuwehren. Seeschlangen sind eine ungewöhnliche Art der Giftnattern und verbringen die meiste Zeit in Gewässern. Mit ihren paddelartigen Schwänzen und abgeflachten Körpern sehen sie aus wie Aale. Während Giftnattern feste Reißzähne haben, sind die einer Viper lang und beweglich. Das kann man hier besonders gut erkennen. Vipern kommen in vielen Teilen der Welt vor. Sie haben stämmige Körper und breite Köpfe. Klapperschlangen sind die bekanntesten Vertreter dieser Familie.
Ihre Schwanzspitze besteht aus Keratin, dem gleichen Stoff, aus dem Krallen und Haare sind. Die Muskeln in ihrer Schwanzspitze schütteln die Rassel bis zu 90 Mal pro Sekunde. Das laute Rascheln soll Feinde abschrecken. Innovativ, auffällig und manchmal auch beängstigend. Schlangen und Eidechsen bilden zusammen einen beeindruckenden Zweig des Tierreichs. Um zu überleben, verlässt sich jedes Lebewesen auf seine Instinkte, Anpassungsstrategien und besonderen Fähigkeiten. Reptilien haben buchstäblich eine harte Schale entwickelt. Für Eidechsen und Schlangen sind ihre Schuppen die erste Schutzmaßnahme. Ihre ganze Haut ist von einer Schicht überlappender Schuppen bedeckt. Diese bestehen aus dem Protein Keratin. Der natürliche Panzer schützt sie vor UV-Strahlen und Schäden durch raue Oberflächen. Darüber hinaus ist er wasserdicht. Viele Reptilien nutzen auch ihr Aussehen als eine Form des Schutzes. Sie passen die Farbe und das Muster ihrer Schuppen an ihre Umgebung an und können so perfekt untertauchen. Ihre natürliche Tarnung kann sie vor Räubern und Beutetieren verbergen. Für den Fall, dass ihre Tarnung nicht reicht, haben manche einen Plan B. Viele Echsenarten wie Geckos und Glattechsen können ihren Schwanz abwerfen, um Raubtieren zu entkommen. Die abgetrennte Spitze dient als Köder. So kann das Reptil flüchten und seinen Schwanz regenerieren. Speikobras ergreifen andere Maßnahmen zur Verteidigung. Bei Gefahr ziehen sie die Muskeln um ihre Giftdrüsen zusammen und spucken Gift, um den Angreifer zu erblinden. Wenn sie sich fürchten oder erschrecken, breiten Kobras ihre Haube aus. Die australische Kragenechse ist berühmt für ähnliche einschüchternde Darbietungen. Da Reptilien kaltblütig oder ektotherm sind, leben sie in der Regel in warmen Klimazonen. Sie müssen Wasser sparen. Ihre schuppige Haut hilft ihnen, den Feuchtigkeitsverlust zu verringern. Der australische Dornteufel nutzt sein stacheliges Äußeres, um Wasser aufzusaugen. Winzige Kanäle zwischen den Schuppen ziehen das Wasser mit Hilfe der Kapillarwirkung nach oben und leiten es zum Maul. Je nach Unterart haben Schuppenkriechtiere unterschiedliche Fortbewegungsmethoden. Eidechsen kriechen, wobei sie ihre diagonal gegenüberliegenden Füße benutzen. Beinlose Eidechsen nutzen ihre Körper, um sich fortzubewegen. Schlangen bewegen sich mit Hilfe ihrer Bauchschuppen. Die gemeinen Flugdrachen aus Südostasien bevorzugen es, zu fliegen. Sie nutzen Hautfalten mit einer Reihe langgestreckter Rippen. Zum Abheben entfalten sie ihre Flügel und starten. Während man Reptilien nicht oft fliegen sieht, tun sie das hier ständig.
Indem sie ihre Zunge herausstrecken, nehmen Schlangen und Eidechsen Geruchsstoffe auf. Ihre Zungen haben keine Geschmacks- oder Geruchsrezeptoren. Dafür befindet sich in ihrer Nasenhöhle das sogenannte Jacobson'sche Organ, das Geruchspartikel wahrnimmt. Schlangen haben keine Ohren. Stattdessen legen sie ihren Unterkiefer auf den Boden, um Vibrationen zu spüren. So können sie Größe und Standort von Beutetieren bestimmen. Eidechsen dagegen haben Ohren und ein besseres Gehör, wenn auch keine sichtbaren Ohrmuscheln. Auch ihr Sehvermögen ist überlegen. Studien haben gezeigt, dass ihr Farbsehvermögen das der Menschen übertrifft. Viele Echsen nutzen Farben zur Kommunikation und Entscheidungsfindung. Die kegelförmigen Augen der Chamäleons sind besonders interessant. Sie bewegen sich unabhängig voneinander in alle Richtungen. Viele Reptilien wie Eidechsen und Brückenechsen verfügen über ein drittes Auge, eine kleine Vertiefung auf dem Kopf. Dieses Scheitelauge ist eine Ansammlung lichtempfindlicher Zellen, die Helligkeitsveränderungen wahrnehmen. Zum Beispiel durch ein Raubtier, das einen Schatten wirft. Bestimmte Schlangen können über Vertiefungen an der Seite ihres Kopfes im Dunkeln sehen. Diese Grubenorgane nehmen Wärme wahr und ermöglichen es ihnen, warmblütige Beutetiere aufzuspüren. Solche Eigenschaften verschaffen Reptilien wichtige Vorteile, wo auch immer sie sind. Reptilien bevölkern die Erde seit Ewigkeiten. Ihr Ursprung geht auf das Wasser zurück. Und auf Kreaturen wie diese. Vor etwa 500 Millionen Jahren waren Fische die dominierenden Wirbeltiere. Die Tetrapoden, landlebende Wirbeltiere, waren der Vorläufer heutiger Reptilien. Unter ihnen befanden sich primitive Amphibien. Aus ihnen entwickelten sich Lebewesen wie der Hylonomus vor etwa 312 Millionen Jahren. Sie gehören zu den ersten Tieren, die sich vollständig an das Landleben anpassten. Ihre widerstandsfähige Haut schützte sie vor Feuchtigkeitsverlust, wodurch sie weniger auf Wasser angewiesen waren und sich in trockenere Regionen vorwagten. Als nächstes teilte sich die Gruppe in frühe Säugetiere und Reptilien auf. Zu dieser Zeit entwickelten sich die Reptilien immer weiter. Es entstanden mehrere Unterarten, wie Schildkröten, Eidechsen und Schlangen, sowie Archosaurier. Die Archosaurier teilten sich in Krokodile, fliegende Reptilien oder Pterosaurier und Dinosaurier auf. Von den Schuppenkriechtieren entstanden zuerst die Eidechsen. Die frühesten Fossilien sind 220 Millionen Jahre alt. Eine Million Jahre später tauchten Schlangen auf. Die ältesten Fossilien wurden in alten Ozeanen entdeckt. Experten vermuten deshalb, dass sich Schlangen aus Wasserechsen entwickelten. Boas und Pythons gelten als die ursprünglichsten aller lebenden Schlangen. Anzeichen für ihre Echsenvorfahren findet man am Schwanzende. Dort verstecken sich in ihren Muskeln kleine Hinterbeinknochen. Heute ist die Brückenechse der nächste Verwandte der Eidechsen und Schlangen. Sie sind die letzten einer uralten Linie, die bis ins Jura-Zeitalter zurückreicht.
Auch die Vorfahren der Vögel sind mit Reptilien verwandt. Man nimmt an, dass sie aus den Dinosauriern hervorgegangen sind. Genau wie Reptilien sind Vögel Wirbeltiere, legen Eier mit Schalen und haben Schuppen am Körper. Von allen Reptilien sind Krokodile am engsten mit Vögeln verwandt. Der Stammbaum der Reptilien basiert nicht auf einem einzelnen gemeinsamen Vorfahren. Eher gleicht er einem Geflecht aus verschlungenen Linien, die zur heutigen Artenvielfalt führten. Um in einer Region zu überleben, sind Instinkte wichtig, sowie gewisse Verhaltensweisen. Eine davon ist das tägliche Sonnenbaden. Da Reptilien ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren können, brauchen sie die Wärme der Sonne. So tanken sie Energie für die Jagd und ihre Verteidigung. Sonnenstrahlen helfen Eidechsen und Schlangen außerdem, Vitamin D zu produzieren. Dieses brauchen sie für Wachstum und Knochen. Eidechsen besitzen ein sehr offensichtliches Fortbewegungsmittel. Ihre fehlenden Beine schränken Schlangen jedoch nicht ein. Schwimmen ist ein weiteres Talent von Schlangen und Eidechsen. Wasseragamen haben flache, muskulöse Schwänze zum Antrieb. Seen und Teiche bieten ihnen Zuflucht. Wenn nötig, können sie länger als eine Stunde unter Wasser bleiben. Die Korallenriffe im westlichen Pazifik beherbergen häufig olivgrüne Seeschlangen. Beim Schwimmen bringen diese anmutigen Meeresbewohner ihre große Lunge an ihre Grenzen. Einmal kurz Luft holen reicht ihnen aus, um Stunden unter Wasser zu verbringen. Reptilien sind Einzelgänger. Allein zur Fortpflanzung kommen sie zusammen. Was die verbale Kommunikation angeht, sind die meisten Schlangen und Eidechsen eher still. Wenn sie bedroht werden oder gestresst sind, fauchen sie zur Abschreckung. Dies kann mit einer entsprechenden Körpersprache einhergehen. Eine zischende Schlange sendet eine klare Botschaft. Klapperschlangen nutzen ihren Schwanz zur Verstärkung ihrer Warnung. Männliche Geckos bellen oder zwitschern, um ihr Revier zu markieren oder mit potenziellen Partnern zu kommunizieren. Will ein Chamäleon eine Partnerin anlocken, veranstaltet es eine farbenfrohe Show, um seinen Absichten Nachdruck zu verleihen. Dies und ihre Stimmung zählen zu den Gründen, warum Chamäleons ihre Farbe ändern. Und nicht, wie der Mythos besagt, um sich ihrer Umgebung anzupassen. Chamäleons können ihre Farbe dank zweier Hautschichten ändern. Die erste enthält Pigmente. Darunter befindet sich eine Schicht von Zellen mit Guaninkristallen, die das Licht wie winzige Prismen reflektieren. Das Nervensystem des Chamäleons kann den Abstand zwischen den Kristallen verändern. Im Ruhezustand liegen sie dicht beieinander und reflektieren kurze Wellenlängen wie Blau- oder Grüntöne. Bei Stress werden die Zellen auseinandergedrückt, sodass sie längere Wellenlängen wie Gelb- und Rottöne reflektieren. Eine weitere Besonderheit der Chamäleons ist ihre Gangart.
Sie bewegen sich sehr langsam und schaukeln dabei. Man nimmt an, dass sie dies tun, um ihre Umrisse zu verändern. Sie wollen Blätter imitieren, die sich im Wind bewegen. Ein Beispiel dafür, dass die Kombination aus langsam und stetig eine gute Überlebensmethode sein kann. Alle Tiere streben es von Natur aus an, Nachkommen zu zeugen. Die meisten Schlangen und Eidechsen bringen die nächste Generation in Eiern zur Welt. Diese Fortpflanzungsart nennt man Ovipar. Viele Chamäleonarten sind Ovipar. Weibchen legen ihre Eier 3 bis 6 Wochen nach der Paarung. Je nach Art brüten sie 4 bis 24 Monate ein Gelege aus. Für ein Labortskamäleon vergeht das Leben schnell. In 2 Monaten sind diese selbstständigen Babys erwachsen. Ihr ganzes Leben erstreckt sich nur über 4 bis 5 Monate der madagassischen Regenzeit. Nicht alle Echsen haben ein so kurzes Leben. Der Komodo-Varan erreicht mit 70 Jahren das höchste Alter. Schlangen haben eine kürzere Lebenserwartung. Diese Baby-Inland-Taipane haben 8 bis 10 Jahre Zeit, um Australien zu erkunden. Aus den zerbrochenen Schalen tritt Eiweiß aus. Es dient der Nährstoff- und Feuchtigkeitsversorgung des Babys. Ein frisch geschlüpfter Taipan misst etwa 47 cm, sobald er sich von seiner Hülle befreit hat. Im Erwachsenenalter erreichen sie die vierfache Länge. Nicht alle Reptilieneier werden von ihrer Mutter zurückgelassen. Diese Python hat sich selbst in ein schuppiges Nest verwandelt. Ihre Windungen halten die Eier warm und schützen sie vor Raubtieren. Einige Reptilien, wie die Kreuzotter, sind ovovivipar. Anstatt ihre Eier abzulegen, brüten die Mütter sie im Inneren aus und bringen lebende Junge zur Welt. Bei Todesottern ist das meist im Spätsommer der Fall. Ausgewachsen sind sie etwa 1 Meter lang. In freier Wildbahn können sie bis zu 15 Jahre alt werden. Boas werden am ältesten. Sie können 20 Jahre lang überleben. Andere Reptilien stellen sie in puncto Langlebigkeit jedoch in den Schatten. Brückenechsen können über 60 Jahre alt werden. Die größten aller Reptilien, die Salzwasserkrokodile, sind dafür bekannt, 70 Jahre in Gewässern zu lauern. Von allen Landtieren stehen die Riesenschildkröten an der Spitze. Langsam, aber sicher streifen diese massigen Reptilien 1,5 Jahrhunderte lang auf abgelegenen tropischen Inseln umher. Nahrung ist der Treibstoff des Lebens. Reptilien haben sehr unterschiedliche Essgewohnheiten. Meeresechsen sind Pflanzenfresser, die sich von Algen ernähren, die auf Felsen und unter Wasser wachsen.
Reptilien vertragen auch eine abwechslungsreiche Ernährung. Riesenstachelskinks leben in üppigen Regenwäldern, die ihnen ein großes Buffet bieten. Viele Eidechsen und alle Schlangen sind Fleischfresser. Dornteufel decken ihren Eiweißbedarf mit Ameisen. Täglich fressen sie Tausende. Um eine Mahlzeit zu fangen, nutzen Chamäleons ihre klebrigen Zungen, die mindestens so lang wie ihre Körper sind. Außerdem sind Eier immer eine gute Wahl. Man muss sie nicht jagen und sie sind leicht zu stehlen. Dieses Nest voller Emu-Eier dürfte den Appetit des Riesenwarans stillen. Solange es sich um Fleisch handelt, sind Komodo-Warane nicht wählerisch. Dieser hat einen Kadaver gefunden. Komodo-Warane können 80% ihres Körpergewichts auf einmal verschlingen. Ganz gleich, ob Aas oder Frischfleisch. Gift wird häufig mit Schlangen in Verbindung gebracht. Dabei ist nur ein Sechstel ihrer Vertreter giftig. Bei der Flüssigkeit handelt es sich um Speichel, der natürliche Gifte enthält. Wenn die Substanz über hohle Reißzähne in die Beute injiziert wird, wird das Tier gelähmt und der Verdauungsprozess beginnt. Einige Arten nutzen die Würgetechnik. Sie beißen zu, halten ihre Beute fest, wickeln sich um sie und drücken zu, bis das Herz aufhört zu schlagen. Egal, wie sie an Nahrung gelangen, der nächste Schritt ist das Verschlingen. Die Schlange öffnet ihr Maul und schiebt ihren Unterkiefer allmählich über die Beute. Die nach hinten gebogenen Zähne halten sie dabei fest. In ihrem Lebensraum übernehmen Reptilien eine Reihe von Aufgaben. Sie können sowohl Raubtier als auch Beute sein. Die Fressgewohnheiten von Schlangen und Eidechsen tragen dazu bei, das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten. Fleischfresser leisten eine Art natürliche Schädlingsbekämpfung. Pflanzenfresser sind ausgezeichnete Verbreiter von Samen. Das sind Beispiele für die vielen Möglichkeiten, wie Reptilien zur Erhaltung einer gesunden Umwelt beitragen. Seit der Antike haben Reptilien die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und Mythen inspiriert. Andere wurden zu kulturellen Symbolen. Je nach Region haben Schlangen unterschiedliche Bedeutungen. Das nordamerikanische Volk der Hopi tanzte in einem Fruchtbarkeitsritual mit Schlangen, um die Geister um Regen zu bitten. Sie ließen die Reptilien auf ihren Feldern frei, um die Ernten zu sichern. Der Ouroboros stammt aus der Antike, ein Symbol für Unendlichkeit und den Kreislauf des Lebens. Die hinduistische Gottheit Shiva, der Herr der Tiere, wird üblicherweise mit einer Schlangengirlande abgebildet.
Da Schlangen als furchterregend gelten, unterstreicht die Halskette Shivas seine Macht und Kontrolle über alle Kreaturen. Einigen Reptilien werden übernatürliche Kräfte zugeschrieben. In Teilen Afrikas sind Chamäleons gefürchtet. Manche glauben, dass sie das Feuer der Sonne einfangen können. In Indien gelten Schlangen als Glücksbringer. Die alte Kunst der Schlangenbeschwörung stammt von dort. Doch die Schlange steht nicht immer in einem guten Licht da. In der Bibel ist sie die gerissene Lügnerin, die Eva im Garten Eden in Versuchung führt. Ihre vermeintlich hinterhältige Art findet sich in alten Fabeln wieder, sowie in moderner Literatur oder im Film, wo sie junge Zauberer erschreckt. In der Realität hat Reptiliengift einen medizinischen Wert, beispielsweise zur Neutralisierung giftiger Schlangenbisse. Forscher haben eine Komponente im Gift der Gila-Krustenechse entdeckt, die die Insulinproduktion steigert. Das könnte bei Diabetes helfen. Ob nun fiktive Bösewichte oder Helden der Wissenschaft. Diese schuppigen Kreaturen besitzen eine seltsame Anziehungskraft. Im Vergleich zu anderen Wirbeltieren sind Reptilien nicht gerade die beliebtesten. Ein besseres Verständnis ihrer Biologie ermöglicht es, die Vorurteile zu überwinden, die diesen faszinierenden Lebewesen anhaften. Das, was als schleimig, bösartig oder beängstigend angesehen wurde, kann dann bewundert, geschätzt und respektiert werden. Reptilien sind heute einigen Problemen ausgesetzt. Wie dem Verlust ihres Lebensraums, der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel. Die Jagd und übermäßiges Sammeln belasten die Reptilienpopulation ebenfalls. So wie fremde Eindringlinge. Schätzungen zufolge ist weltweit jedes fünfte Reptil bedroht. Darunter befinden sich Juwelengeckos, verschiedene Arten von Boas und Seeschlangen. Eine Reihe von ihnen wird als gefährdet oder vom Aussterben bedroht eingestuft. Überall auf der Welt sind Naturschutzprogramme erfolgreich. In den späten 1990er Jahren hatten eingewanderte Raubtiere negative Auswirkungen auf die Glattechsen in Neuseeland. Eine Fangaktion, bei der verwilderte Katzen und Frettchen eingefangen wurden, und die Errichtung von Zäunen führten zu einer Erholung der Populationen. In nur 3 Jahren stieg ihre Anzahl um 94%. Während der Mensch manchen Reptilien Probleme bereitet, zeigen andere eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Viele Schlangen- und Eidechsenarten fühlen sich in städtischer Umgebung wohl. Geckos zum Beispiel sind in den wärmeren Regionen der Welt häufige Hausgäste. Bereits einfache Maßnahmen können die Überlebenschancen von Reptilien verbessern. Beispielsweise das Anlegen von Gärten und Parks. Die Reduzierung von Schadstoffen und das sinkende Interesse an Waren aus Reptilienhäuten sind Schritte in die richtige Richtung.
Für eine Gruppe von Tieren, die mit den Dinosauriern zusammenlebte und diese sogar überlebte, ist das das Mindeste. Eidechsen und Schlangen spielen nicht nur eine unschätzbare Rolle für die Umwelt. Sie bereichern unseren Planeten mit natürlicher Schönheit, beeindruckenden Talenten und ihrer erstaunlichen Vielfalt.